بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Egal wie genial und wie verführerisch eine Lüge ist, egal wie wahr sie klingen mag, es wird der Zeitpunkt kommen, wo die Wahrheit diese Lüge vernichten wird. Die Wahrheit, die kommen wird, ist der Isa ibn Maryam alayhi salam. Isa ibn Maryam. Er wird herabkommen in Damaskus, Syrien. عند شرق المنارة البيضاء. Bei dem östlichen weißen Minarett. Interessant ist, als der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm diese Worte sprach, gab es in Damaskus nicht eine einzige Moschee. Es war sogar noch unter römischer Herrschaft. Nichtsdestotrotz sagte der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm, dass es in Damaskus passieren wird. Er wird in Damaskus herabkommen. Welche Moschee ist es? Al-Masjid al-Amawi. Diese Masjid ist die größte Moschee in Damaskus. Diese Moschee spielt in der islamischen Geschichte eine wichtige Rolle. Denn das Khalifat zog eine Zeit lang sogar nach Damaskus. In der Zeit der Khilaf al-Amawiyya. Diese Moschee war nicht immer weiß. Sie ist heute weiß, aber sie war nicht immer weiß. Und die Minarette dieser Moschee wurden erneuert. Und Ibn Kathir rahimahullah sagt, dass das Geld, welches zum Erneuern von diesen Minaretten verwendet wurde, christliches Geld war. Ibn Kathir sagt also, die Christen haben die Renovierung für die Minarette bezahlt, speziell für diese Moschee, und in dieser Renovierung wurde es weiß gestrichen. Meines Wissens nach ist es aktuell aus weißem Marmor. Als diese Moschee gebaut wurde, war sie jedoch nicht weiß. Die Minarette dieser Moschee wurden erst nach der Renovierung weiß. Und wie gesagt, bestehen sie aus weißem Marmor. Interessant ist, dass die Christen diese Moschee bzw. die Renovierung finanziert haben, in der Isa ibn Maryam alayhi salam herabsteigen wird. Die Herabsendung von Isa ibn Maryam alayhi salam, Friede sei auf ihm, ist mutawatir. Das heißt, es wurde so oft überliefert, dass es unmöglich ist, dass die Leute sich auf eine Lüge geeinigt haben. Es gibt im Koran sogar indirekte Beweise für sein Herabkommen. Beispielsweise haben wir in der Sura Zuchruf, in der Sura 43, heißt es, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. Und er ist wahrlich Wissen von der Stunde. In einer anderen Leseart, وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ. Er, das heißt, Isa alayhi salam ist ein Zeichen der Stunde. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte in einer authentischen Überlieferung, die bei Ahmad überliefert wird, dass die Bedeutung von diesem Vers folgende ist: Huwa khuruju Isa ibn Maryam alayhi salam qabla al-qiyamah. Damit ist das Herabkommen von Isa ibn Maryam, Friede sei auf ihm, gemeint, bevor Yawm al-Qiyamah eintritt. Und im Übrigen, Ibn Abbas ist der Cousin des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Er ist einer der größten Tafsir-Gelehrten, die es je gab. Und wenn er einen Vers erklärt, dann ist es nicht irgendeiner, der einen Vers erklärt. Dann ist es Ibn Abbas, der ihn erklärt. In einem anderen Vers heißt es, jeder von den Leuten der Schrift wird an ihn glauben vor seinem Tod und er wird Zeuge über sie sein. Ibn Jarir al-Tabari überliefert mit einer geschlossenen Kette bis zu Ibn Abbas radiallahu anhu, dass er über die Bedeutung dieser Aya sagt, vor dem Tod von Isa alayhi salam, qabla maut Isa. Das heißt, jeder von den Leuten der Schrift, das heißt Juden und Christen, werden an ihn glauben, an Isa alayhi salam, vor seinem Tod und er wird Zeuge über sie sein. Ibn Kathir sagt, dass die Überlieferungskette von diesem Athar authentisch ist. Hassan al-Basri sagte, qabla maut Isa, wallahi innahu al-ana hayyun 'inda Allah, walakin idha nazala amanu bihi ajma'un. Das ist vor dem Tod von Isa alayhi salam. Ich schwöre bei Allah, er, das heißt Isa ibn Maryam, ist aktuell am Leben bei Allah, jedoch wird er dann gesandt und dann werden alle an ihn glauben. Und dieser Vers ist im Übrigen in der Sure 4, Vers 159 überliefert. Der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagt, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Eine Zeit wird kommen, wenn Isa, der Sohn von Maryam, zu euch gesandt wird. Und er wird ein gerechter Herrscher,
Er wird das Kreuz brechen und das Schwein töten. Und er wird es ablehnen, die Jizya zu akzeptieren, also er wird die Jizya abschaffen. Und Besitz wird so verbreitet sein, sodass es keiner annehmen wird. Und zu jener Zeit wird eine Niederwerfung wertvoller sein als das Diesseits und alles, was in ihr ist. Dieser Hadith wird bei Bukhari überliefert. Isa wird herabkommen und er wird das Kreuz brechen. Er nimmt das Kreuz und zerstört es. Das symbolisiert seine Missgunst gegenüber dem Schirk, gegenüber dem Götzendienst, welche die Christen in seinem Namen bis heute praktizieren. Isa, Friede sei auf ihm, wird als Gott von den Christen neben Allah angebetet. Und die anderen betrachten ihn als Sohn Gottes. Was für ein Unrecht sie diesem edlen Propheten und Gesandten zugefügt haben. Ein interessantes Ereignis hierzu finden wir im Koran. Am Tag der Auferstehung wird Allah sagen zu Isa ibn Maryam in der Sura Al-Ma'idah, Vers 116: O Isa, Sohn von Maryam, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nehmt mich und meine Mutter außer Allah zu Göttern? Dann wird Isa antworten: Preis sei dir, es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Wenn ich es tatsächlich doch gesagt hätte, dann wüsstest du es bestimmt. Du weißt, was in mir vorgeht, aber ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Du bist ja der Allwisser der verborgenen Dinge. Ich habe ihnen nur gesagt, was du mir anbefohlen hast, nämlich, dient Allah meinem Herrn und eurem Herrn. Und ich war über sie Zeuge, solange ich unter ihnen weilte. Seitdem du mich abberufen hast, bist du der Wächter über sie. Du bist über alles Zeuge. Wenn du sie strafst, so sind sie deine Diener. Und wenn du ihnen vergibst, so bist du der Allmächtige und Allweise. Das heißt, Isa bzw. Jesus hat niemals gesagt, dass seine Folger ihn anbeten sollen, sondern hat immer dazu aufgerufen, dass der einzig wahre Gott angebetet wird. Und was ist das nur für ein Unrecht, das sie dem Propheten Isa antun, indem sie gegen seine Anweisung ihn anbeten. Friede sei auf diesen ehrlichen und wahrhaftigen Propheten Isa, den Sohn von Maryam. Dann heißt es weiter, er wird das Schwein töten. Er wird die Erde von Schweinen befreien und er wird die Jizya außer Kraft setzen. Was ist die Jizya? Die Jizya ist eine Steuer, die die Christen und Juden bezahlen, wenn sie unter der Herrschaft eines islamischen Landes leben. Ein islamisches Land, welches die islamische Gesetzgebung auch wirklich in die Tat umsetzt. Muslime zahlen die Zakat. Da die Zakat eine gottesdienstliche Handlung ist, zahlen sie nur die Muslime. Und die Christen und die Juden werden nicht zu etwas gezwungen, was eine Anordnung für Muslime ist, deshalb zahlen sie nicht die Zakat. Das ist ein Teil der Religionsfreiheit, den sie genießen in islamischen Ländern. Und ich betone, in Ländern, die die islamische Gesetzgebung auch in die Tat umsetzen. Die Juden und Christen, die in einem islamischen Land leben, müssen also selbstverständlich auch etwas zahlen. Wenn selbst Muslime etwas zahlen, dann müssen sie ja auch was zahlen, was ganz logisch ist. Hier stellen es einige unwissende Menschen so hin, als wäre dies absolut verwerflich. Wie kann man die Jizya verlangen? Etwas Unmoralisches. Und sie fangen an, darüber zu reden und wissen noch nicht einmal, wie viel Jizya sie überhaupt zahlen. Ja, sie wissen nichts über die Jizya, aber können ganze Vorträge darüber halten. In Anbetracht der Tatsache, dass sie keine Ahnung haben, wovon sie reden, ist dies eine sehr naive Aussage. Warum? Erstens, aufgrund dieser Zahlung bekommen diese Leute Schutz von den Muslimen. Das heißt, im Falle eines Kriegs kämpfen Muslime, während die Christen und die Juden zu Hause bleiben. Das heißt, Muslime opfern ihr Leben, um Christen und Juden zu schützen. Zudem bekommen sie in einem islamischen Land die Freiheit, ihre Religion zu praktizieren. Das geht sogar so weit, dass sie teilweise abweichend vom islamischen Gesetz untereinander nach ihren eigenen Gesetzen richten dürfen. Eine Freiheit, die Muslime im 21. Jahrhundert nicht bekommen. Unter Umständen kann die Jizya sogar entfallen, wenn der Staat beispielsweise nicht mehr in der Lage ist, die Bewohner zu schützen. Aber die Art und Weise, wie es besonders von christlichen Missionaren dargestellt wird, zeigt, wie unwissend und erbärmlich sie sind. Isa wird also den Menschen zwei Möglichkeiten geben. Entweder die wahre Religion oder Krieg. Das heißt, die Option der Jizya wird es nicht mehr geben. Dann sagt der Prophet Muhammad, Allah Segen und Frieden auf ihm, weiter im Hadith: وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. Besitz wird sich weit verbreiten. Das heißt, es wird Besitz im Überfluss geben, aber keiner wird etwas davon annehmen. Warum? Erstens, es wird viel Besitz geben und die Leute zu jener Zeit haben zu viel Ehre, als dass sie dem Geld hinterherlaufen und es annehmen.
Zweitens, zu jener Zeit werden sie nicht Geld im Kopf haben, sondern wie erlange ich das Wohlgefallen und die Zufriedenheit Allahs. Und deshalb heißt es im Hadith weiter, eine Niederwerfung wird wertvoller sein als das gesamte Diesseits und alles, was in ihr ist, also im Diesseits. Diese Sachen kosten nichts. Jetzt aufzustehen und zwei Rak'ah zu beten, kostet dich nichts. Dennoch wird es für jene Leute wertvoller als das ganze Diesseits mit all ihrem Besitz. Hatta takunu sajdatu al-wahidatu khayran min ad-dunya wa ma fiha. Der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Kayfa antum idha nazala ibnu Maryama fikum wa imamukum minkum. Der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagt: Wie wird eure Situation sein, wenn Isa ibn Maryam alayhi salam herabkommt und der Imam von euch sein wird? Wenn Isa herabkommen wird, kommt er zu einer Zeit, wo Muslime kurz davor sind zu beten. Sie sind kurz davor, das Morgengebet in der Masjid zu beten und die Iqama, das heißt der zweite Gebetsruf, er wurde schon gemacht. Das heißt, sie sind ganz kurz vor dem Gebet. Zu so einer Zeit wird der Isa ibn Maryam kommen. Wer wird zu jener Zeit der Imam sein? Wer wird dieses Gebet führen? Al-Mahdi. Wenn Al-Mahdi Isa sieht, will er ihm Platz machen. Er erkennt ihn und erkennt Isas Stellung. Also will er ihm Platz machen, sodass Isa vorbeten kann. Was wird Isa, Friede sei auf ihm, sagen? Die Iqama wurde für dich gemacht, also leite du das Gebet. Und damit wird diese Umma geehrt. Dass Isa ibn Maryam, oder auch bekannt bei den Christen unter Jesus, der Sohn der Maria, hinter einem beten wird, der jemand aus der Gemeinschaft vom Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm ist. Hiernach wird Isa ibn Maryam die Führung übernehmen. Aber in dieser speziellen Situation wird Mahdi vorbeten, während Isa hinter ihm betet. Welch eine Ehre für diese Umma. Ibn Kathir sagte, dass die Überlieferungen in Bezug auf das Herabkommen von Isa ibn Maryam mutawatir sind. Das heißt, dass Isa am Ende der Zeit herabkommen wird auf diese Welt, ist hundertprozentig gesichert. Und es gibt einige Sekten, die das leugnen und die nicht daran glauben. Was natürlich falsch ist. Und wie im ersten Video auch gesagt wurde, gibt es selbst Ayat im Koran, die indirekt erwähnen, dass Isa ibn Maryam herabkommen wird. Wo wird Isa ibn Maryam herabkommen? Er kommt neben dem östlich weißen Minarett von Damaskus herab. Er wird zwei gelbliche Kleidungsstücke tragen und er hält sich mit seinen Händen an die Flügel von Engel. Was für ein Anblick. Stell dir das vor, wie Isa ibn Maryam gerade vom Himmel herabkommt, während er sich mit seinen Händen an den Flügel von Engeln abstützt. Was für ein Anblick. Isa ibn Maryam wird der Anführer dieser Umma. Er wird die Führung übernehmen. Jedoch stellt sich die Frage, mit welcher Gesetzgebung er herrschen wird. Denn wir wissen, dass er nach der Tora richtete. Wenn er jedoch zurückkommt, welche Gesetze gelten dann für ihn und für diese Umma? Ändert sich das Gesetz, richtet er wieder nach der Tora? Und wenn ich hier von Tora spreche, dann meine ich die originale Tora, die damals Musa a.s. gegeben wurde und nicht die, die wir heute unter Altes Testament kennen. Das ist mit Sicherheit nicht die Tora. Isa ibn Maryam, Friede sei auf ihm, wird das Gesetz von Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, manifestieren und das Gesetz wird zu jener Zeit gelten. Kein anderes Gesetz außer das Gesetz von Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, was ja auch zwangsläufig das Gesetz von Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Es gab kleine Unterschiede zwischen den jeweiligen Gesetzgebungen der Propheten. Woher wird Isa, Friede sei auf ihm, das Gesetz von Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, kennen? Ich meine, er hat ja zu einer anderen Zeit gelebt. Sie haben sich zwar gesehen auf der Himmelsreise, aber es ist nichts davon überliefert, dass er ihm das Gesetz gelehrt hat. Deshalb sagt beispielsweise Al-Qurtubi, rahimahullah, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, ihn das Gesetz lehren wird, während Isa noch in den Himmeln ist. Dann kommt er auf die Erde und er wird es anwenden. Man könnte jetzt sagen, ein Teil der Gesetzgebung Muhammads, Allahs Segen und Frieden auf ihm, ist die Jizya. Die Jizya gehört zu seiner Gesetzgebung. Wie kommt es dann, dass Isa es abschaffen wird? Und was die Jizya ist, wurde bereits im Teil davor erklärt. Nun, der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, war derjenige, der uns dies mitgeteilt hat.
Die Jizya gilt so lange, bis Isa herabkommt, alayhi salam. Somit hat Muhammad Allahs Segen und Frieden auf ihm uns dies bereits mitgeteilt. Daher hat es Isa, alayhi salam, nicht von sich aus getan, ohne dass Muhammad davon Bescheid wüsste, sondern der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, war derjenige, der uns das mitgeteilt hat. Deswegen stellt es überhaupt kein Problem dar. Wenn Isa, bekannt unter Jesus, mit den Muslimen leben wird, dann wird er die Pilgerfahrt mit den Muslimen verrichten. Der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاء حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا. Diesen Hadith überliefert Muslim. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagt: Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, Isa ibn Maryam, alayhis salam, wird Tahlil für die Hajj machen. In Fajr Rauha, ein Ort in Mekka. Er wird Hajj oder Umrah machen oder beides. Wie sind die Bedingungen zu jener Zeit? Im Musnad von Imam Ahmad wird überliefert, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Die Propheten sind Halbbrüder. Ihre Religion ist dieselbe, aber ihre Mütter sind unterschiedlich. In anderen Worten, die Propheten sind Geschwister und haben dieselbe Religion, selbst wenn sich die Gesetze in Details unterscheiden. Und dann sagte er: Ich bin der Nächste zu Isa ibn Maryam. Warum? Weil es keinen Propheten zwischen ihn und mir gab. Keinen Propheten. Und in einem Hadith bei Sunan Abi Dawud heißt es: Und er wird herabgesandt. Wer? Isa ibn Maryam. Und wenn ihr ihn seht, so erkennt ihn. Er ist ein mittelgroßer Mann, leicht rötlich und weiß, in zwei hellgelben Tüchern eingehüllt. Sein Kopf sieht aus, als würde Wasser heruntertropfen, obwohl ihn keine Feuchtigkeit berührt hat. Er wird dann die Menschen bezüglich des Islam bekämpfen, das Kreuz zerstören und das Schwein töten und die Jizya abschaffen, und Allah wird zu seiner Zeit jede Religion vernichten außer dem Islam. Und das ist ein Hadith, der authentisch ist, bei Sunan Abi Dawud. Klar wie die Sonne. Isa wird auf den Dajjal stoßen. Der Dajjal ist zu Isas Zeit noch am Leben und treibt sein Unwesen und hat eine jüdische Armee, mit der er kämpft. Wenn diese beiden Armeen aufeinandertreffen und der Dajjal Isa sieht, so heißt es, löst er sich auf wie Salz in Wasser. Der Dajjal flieht um sein Leben und Isa ibn Maryam wird den Dajjal in einer Ortschaft erwischen, die sich Bab Lud nennt, in Palästina. Und dann wird er den Dajjal mit einem Speer töten. Alayhi salam. Niemand wird in der Lage sein, ihn zu töten, außer Isa ibn Maryam. Nachdem Isa den Dajjal töten wird, wird es Frieden auf dieser Erde geben. Das geht sogar so weit, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihn, in einem Hadith bei Al-Hakim sagte: Löwen werden mit Kamele weiden, Tiger mit Kühe und Wölfe mit Ziegen und Kinder werden mit Schlangen spielen. Ein erstaunlicher Hadith. Es wird so viel Frieden geben, dass keiner dem anderen schaden wird. Löwen werden mit Kamelen weiden. Stellt euch den Anblick vor, ein Löwe mit einem Kamel zusammen. Oder ein Tiger und eine Kuh. Wölfe und Ziegen nebeneinander und keiner tut dem anderen was. Und Kinder spielen mit Schlangen. Weiter heißt es im Hadith bei Sahih Muslim: ثم يقال للأرض. Allah wird der Erde Folgendes anbefehlen: أنبتي ثمرتك. Allah wird der Erde befehlen, ihre Früchte zu produzieren. وردي بركتك. Und er wird befehlen, dass der Segen zurückkommen soll. Was zeigt uns das im Übrigen? Dass der Segen in der Erde ist. Aber es wird uns vorenthalten. Warum? Aufgrund unserer Sünden. Es heißt weiter im Hadith: فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا. Zu jener Zeit wird eine Gruppe von Leuten von einem Granatapfel essen. Und diese eine Frucht wird für eine ganze Gruppe ausreichen. Warum? Weil sie so groß sein wird. Eine gesegnete Frucht. Und sie werden diese Frucht schälen und sie wird ihnen als Schatten dienen. Warum? Weil die Frucht so riesig ist. Weiter heißt es im Hadith: ويبارك في الرسل حتى أن لقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس ولقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس ولقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. Und diesen Hadith überliefert Muslim.
Und zwar wird Allah die Milch segnen, sodass die Milch von einem weiblichen Kamel für einen ganzen Stamm ausreichen wird. Und die Milch einer Kuh wird für einen ganzen Clan ausreichen. Und die Milch einer Ziege wird für einen erweiterten Familienkreis ausreichen. Al-Fakhidha min al-Nas. Das ist die gesegnete Zeit, wenn Isa ibn Maryam alayhi salam die Führung übernehmen wird. Die Zeit von Isa ibn Maryam, Friede sei auf ihm, wird so gesegnet sein, sodass der Prophet Muhammad Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Wenn du einen Samen nimmst und ihn gegen einen trockenen Stein wirfst, dann wird dort etwas wachsen. So gesegnet ist diese Zeit. Und hier kann man sagen, dass der Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge kurz nach dem Ableben von Isa ibn Maryam, Friede sei auf ihm, endet. Denn dann schickt Allah einen Wind, eine Brise. Und diese Brise wird die Seelen der Gläubigen nehmen, sodass nur noch die übelsten aller Geschöpfe übrig bleiben. Aber bevor das passiert, bevor die Brise kommt und bevor diese gesegnete Zeit kommt, passiert noch etwas anderes Schreckliches. Und zwar wird eine Sache vor dem Tod von Isa ibn Maryam noch passieren. Eine Prüfung wird auf die Muslime zukommen. Eine Prüfung für die ganze Welt, dessen Ausmaß gewaltig ist. Und sie sind in Bezug auf ihre Zerstörung kaum zu übertreffen. Sie werden die Menschen jagen und die Muslime werden gegen sie keine Chance haben. Selbst unter der Führung von Isa ibn Maryam müssen die Muslime fliehen, sodass sie auf einen Berg flüchten werden. Wovor flüchten sie? Vor dem Unheil von Ya'juj und Ma'juj. Ya'juj und Ma'juj, Gog und Magog. Sind sie Nachfahren von Adam alayhi salam? Oder ist es eine andere Schöpfung? Ya'juj und Ma'juj sind definitiv die Nachfahren von Adam, Friede sei auf ihm. Und dies geht aus einem Hadith bei Bukhari hervor. Dort spricht Allah zu Adam. Und Allah Azza wa Jal sagt zu Adam: O Adam, schicke einen Teil deiner Nachkommenschaft in die Hölle. Adam alayhi salam, er wird nicht wissen, wer von seinen Nachkommen in die Hölle gehen wird. Also wird er sagen: Was ist der Anteil meiner Nachkommenschaft, die in die Hölle gehen wird? Was ist der Anteil? Oder wie hoch ist der Anteil? Und Allah wird sagen: Von 1999. Das heißt, von 1000 kommen 999 in die Hölle. Diese Aussage schockierte die Sahaba und der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm erkannte dies an ihren Gesichtern. Als sie das hörten, änderte sich die Farbe ihrer Gesichter und sie schwiegen und sprachen nicht mehr. Dann sagten sie: Wer wird dieser eine sein, ja Rasulallah? Ich meine, die Frage ist verständlich. Die Chance ist nicht nur gering, sondern sehr gering, 0,1%. Und der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Abshiru fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajulun. Von Ya'juj und Ma'juj 1000 und von euch einer. Das heißt, die Anzahl ist unglaublich groß. Es gibt Berichte, und Allahu a'lam, wie authentisch sie sind, dass einer von denen stirbt und er hat 1000 Nachkommenschaft hinterlassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Bis die Sperrmauer von Ya'juj und Ma'juj geöffnet wird und sie von jeder Anhöhe schnell herbeilaufen. In einem Hadith bei Muslim heißt es: Nachdem Isa alayhi salam den Dajjal tötet, wird Allah ihm Folgendes offenbaren: Ich habe meine Diener freigelassen. Keiner hat eine Chance gegen sie. So gehe mit meinen Dienern zum Berg At-Tur. Warum soll er dorthin gehen? Um sich vor Ya'juj und Ma'juj zu schützen. Isa alayhi salam, er wird dann mit den Gläubigen zum Berg von At-Tur gehen. Dieser Berg, er liegt in Palästina. Und wie man anhand der Hadith feststellt, wird Palästina eine sehr wichtige Rolle in der Zukunft der Menschheitsgeschichte einnehmen. Die Armee von Ya'juj und Ma'juj, sie wird marschieren. Zu jener Zeit, wenn sie freigelassen werden. Nur um eine Vorstellung zu haben, wie riesig die Anzahl von Ya'juj und Ma'juj sein wird. Sie werden also an einem See vorbeikommen und dieser See ist At-Tabariya in Palästina. Und wir sehen schon wieder Palästina. Sie fangen an zu trinken von diesem See, bis die Letzten der Armee auch an diesem See kommen. Ich meine, es sind so viele, dass die, die ganz hinten sind, eine Weile brauchen, bis sie an das Wasser können. Und es heißt weiter,
bis die Letzten der Armee auch an diesem See kommen und ihn leer vorfinden werden. Müsst euch vorstellen, die Ersten, die kommen an dem See an und bis die, die ganz hinten sind, dann schließlich auch nach einer gewissen Zeit an diesem See ankommen, finden sie diesen See leer vor. Warum? Weil sie einen kompletten See getrunken haben. Im Hadith heißt es, لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَا. Hier gab es einmal Wasser. Das werden sie sagen. Und diesen Hadith finden wir bei Muslim. Ich meine, wie wir feststellen, ist das ein abnormales Volk. Aber das zeigt uns, wie viele sie sein werden. Und der Hadith davor mit den 999 zeigt uns ebenfalls, wie viele sie sein werden. Im Hadith von Muslim heißt es weiter. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Ya'juj und Ma'juj werden die Gläubigen umzingeln, sie werden sie belagern. Und das wird den Gläubigen unter der Führung von Isa ibn Maryam schwerfallen. Die Zeiten für die Gläubigen werden so hart, dass der Kopf eines Ochsen mehr wert sein wird als 100 Dinar für einen von euch. Und der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihn spricht zu den Sahaba. Und 100 Dinar zur Zeit des Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm waren eine Menge Geld. Und der Kopf eines Ochsen, er wird so wertvoll sein. Und heutzutage wirft man es vielleicht sogar weg. Aber zu jener Zeit wird es sehr wertvoll. Warum? Weil die Situation so schwierig sein wird und sie extremen Umständen ausgesetzt sein werden. Und aus diesem Grund wird selbst der Kopf eines Ochsen wertvoll. Dann heißt es weiter im Hadith. Das ist derselbe Hadith bei Muslim. Isa wird dann Dua machen und die Gläubigen werden Dua machen. Und Allah wird daraufhin Insekten schicken, die in die Nacken von Ya'juj und Ma'juj eindringen. Und diese Insekten werden sie umbringen. Sie werden alle so sterben, als wäre es der Tod einer Person. Alle gemeinsam. Isa a.s. und seine Folger und seine Sahaba gehen dann runter von dem Berg. Jedoch werden sie keine Fläche finden, welche nicht von den verwesten Körpern von Ya'juj und Ma'juj berührt wurde. Überall, wo du hinschauen wirst, siehst du die verwesten Körper und es ist so viel, dass es unmöglich ist, sie wegzutransportieren. Der Geruch von ihrer Verwesung ist überall. Diese Situation wird so schwierig sein, dass Isa alaihis salam und seine Nachfolger Dua machen müssen. Also werden sie Dua machen. So wird Allah Vögel schicken, deren Nacken so riesig sein werden wie die der Kamele. Und sie werden die Leichen mitnehmen und entsorgen, wohin Allah es möchte. Und dann wird es Allah regnen lassen. Und dieser Regen wird die Erde waschen und säubern, so dass es anschließend wie ein Spiegel aussehen wird. ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرْ لَا يَكُنَّ مِنْهُ بَيْتٌ مَدَرٍ وَلَا وَبَرْ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتُرُكَهَا كَالزَّلَفَ. Und dann wird es Allah so heftig regnen lassen und kein Haus wird unberührt bleiben von diesem Regnen und es wird die Erde waschen, so dass es anschließend so aussehen wird wie ein Spiegel. In einem weiteren Hadith bei At-Tirmidhi, der umstritten ist, sagte der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm, jeden Tag bohren oder graben Ya'juj und Ma'juj an dem Wall. Wenn sie kurz davor sind, es zu durchdringen, sagt ihr Anführer, wir machen morgen weiter. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diesen Wall in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen, sodass sie quasi von neu anfangen müssen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Allah subhanahu wa ta'ala sie freilassen wird und sie sozusagen auf die Menschen loslassen wird. Was ist das für ein Wall oder ein Damm? Und warum sind Ya'juj und Ma'juj hinter diesem Wall? Warum sind sie eingesperrt? Und wer hat die Macht, dieses Riesenvolk einzusperren? Es gab vor tausenden Jahren einen Mann. Und dieser Mann hatte extreme Macht. In einer Überlieferung heißt es sogar, dass er einer der mächtigsten vier Männer war, die jemals existiert haben. Und dieser Mann war Dhulqarnain. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.